Einen wunderschönen guten Abend. Das ist die erste Folge der dritten Staffel Read and Talk. Das ist eine Veranstaltungsreihe, die wird Ihnen präsentiert von Ihrer örtlichen Buchhandlung und von Ihrer Stadtbibliothek. Und das ist eine ganz, ganz tolle Veranstaltung. Und ich freue mich sehr, dass Sie alle dabei sind. Mein Name ist Anouk Jalen und wir haben einen wundervollen Gast. Herzlich willkommen bei Read and Talk, Marc Engelhardt. Ja, hallo. Hi, das war der Jump on Stage. Na, wie ist es in Genf? Wie war dein Tag heute? Sonnig, warm, sommerlich, so wie es sein soll. Okay, das war die erste Frage, die war noch relativ harmlos. Es wird auch nicht kompliziert werden. Aber ich bin nicht alleine diejenige, die die Fragen stellt, hoffe ich. Es macht meistens mehr Spaß, wenn Sie sich alle mit beteiligen. Das können Sie sehr gerne machen. Sie finden in Ihrem Eingabefeld, finden Sie Möglichkeit, Namen und Fragen einzugeben. Da bitte Ihre Fragen reinhacken. Wenn Sie Ihren Namen nicht nennen möchten, dann lassen Sie das Feld einfach frei oder Sie erfinden einfach irgendeinen Namen. Und wenn Sie uns auf Facebook oder auf YouTube zuschauen, dann nutzen Sie einfach die Kommentarfunktion für Ihre Fragen. Wir haben das viele fleißige Augen sozusagen im Hintergrund, die behalten alle Kanäle im Blick und die spielen uns die Fragen dann ein. So, Marc Engelhardt, es ist ein wundervolles Buch. So sieht es aus, falls Sie es noch nicht in der Buchhandlung gesehen haben. Ich bin dann mal nackt und da gibt es tatsächlich sehr, sehr viel zu besprechen. Was ich nicht fragen möchte, was ich immer blöd finde, wenn man das Autoren fragt, die klassische Frage: Wie sind Sie eigentlich auf die Idee gekommen, das Buch zu schreiben? Ich nehme das mal vorne weg. Ich fand die Einleitung sehr schön. Du bist an einem See gelegen, es war ein schöner Sommertag und auf einmal hat dich die Lust gepackt, da ins Wasser zu springen. Du hast dir die Klamotten vom Leib gerissen und bist ab in den See und beschreibst dann ein Gefühl, was ich wirklich gut nachvollziehen kann, wenn man dann so das kalte Wasser auf der Haut spürt und dann prickelt das so ein bisschen und dann kommt man wieder raus und dann hat man so die Sonne und dann spürt man das irgendwie. Das ist das richtig Schöne. Und dann hast du aber gedacht, ja, das war eine schöne Erfahrung, aber ich will viel, viel mehr. Wie hat deine Ursprungsidee ausgesehen, als du dich erstmals damit beschäftigt hast? Ich schreibe jetzt dieses Buch. Wie hat deine Recherche ausgesehen? Naja, irgendwie so, wie man das halt so macht. Man hat so einen Gedankenblitz und denkt, ach, das könnte ja was sein. Das hat mich einfach wirklich interessiert. Ist das eigentlich was es in anderen Ländern auch gibt? Wie sieht das da aus mit dem Nacktsein? Was haben die Leute da für ein Verhältnis zu? Und dann habe ich mal angefangen, so ein bisschen zu gucken und zu recherchieren und habe mir Sachen aufgeschrieben und die Notizblöcke haben sich gefüllt. Und dann war mir irgendwann klar, das sind so tolle und auch total ausgefallene Geschichten, die es da gibt, das möchte ich einfach selber erleben. Und das war ehrlich gesagt der Grund. Und dann habe ich gedacht, gut, dann, damit ich mir das leisten kann, schreibe ich doch ein Buch darüber und habe dann einen Verlag gefunden, der es auch haben wollte. Eine sehr glückliche Fügung. Du hast sehr viel bereist. Du warst in verschiedenen Orten, natürlich auch in Deutschland unterwegs. Du warst aber auch auf Honduras bzw. auf einer Kreuzfahrt. Du warst in Marrakesch, du warst in Japan, in Norwegen, in Finnland, in Frankreich, in Luxemburg, in New York, in Kiew, also in der Ukraine und in der Schweiz unterwegs. Wie lange hat diese ganze Reiserei gedauert? Die hat viel länger gedauert, als ich eigentlich wollte. Ursprünglich hatte ich ja tatsächlich mal gedacht, so eine Reise um die Welt zu machen. Und dann kam diese Pandemie und hat die Pläne alle ordentlich durcheinander gewirbelt. Und dann war das eben doch eine Etappenreise. Das hat es nicht weniger spannend gemacht. Ein paar Sachen musste ich ändern. Ein paar Sachen kamen anders als geplant. Aber das ist ja eigentlich auch ganz schön. Und zum Schluss, finde ich, war es dann doch eine Weltreise, aber eben eine, die nicht an einem Stück war, sondern in ein paar Teilen. Und es ist sehr aktuell, du hast es ja eben auch schon angesprochen, Pandemie. Wie sehr hat dir Corona da in die Reisepläne gepfuscht? Ja, also wirklich sehr. Ich bin nach Japan geflogen, da lag schon so ein Kreuzfahrtschiff mit ein paar hundert Erkrankten an Bord im Hafen und da habe ich zum ersten Mal in meinem Leben eine Maske angezogen auf dem Flug nach Japan und dachte, na ja, das ist ja in Asien schon eine eingeübte Sache nach der SARS-Epidemie, die mal hatten und das kommt sicher nicht zu uns. Und als ich zurückflog von Japan, da gab es dann in Deutschland schon die ersten Fälle und das hat sich eigentlich dann so bei den Reisen, die ich noch gemacht habe, weiter zugespitzt und aus Marrakesch bin ich rausgeflogen, wirklich mit dem allerletzten Flug. Danach wurde der Flughafen geschlossen und ein paar Monate lang gab es dann keinen Flugverkehr mehr. Und wie lang ist die Liste der Ideen, die du liegen lassen musstest, eben auch aufgrund der Pandemie oder weil geht nicht? Ach, ich habe schon versucht, alles irgendwie zu machen. Also zum Beispiel bin ich ja auch nackt gewandert und da hatte ich eigentlich vor, in den Karpaten zu wandern, also jenseits der Walachei in Rumänien. Das fand ich einfach auch schon einen tollen Ort. Und das hat dann eben wegen Corona nicht geklappt. Daraus ist dann Wipperfürth im Bergischen Land geworden. Das ist ja auch schön.
Dafür bekommst du bestimmt die goldene Ehrennadel der Stadt Witterfurt, weil du das vor die Karpaten gestellt hast. Lass uns einmal reinschauen. Das ist das Buch Ich bin dann mal nackt. Sei so gut und gib uns mal einen kleinen Einblick. Ja, das tue ich. Ich erzähle mal von der Kreuzfahrt, die ich gemacht habe. Das ist vielleicht eine der ungewöhnlicheren und ungewöhnlichsten Etappen gewesen. Noch liegt das Meer bleigrau unter dem mondlosen Nachthimmel, doch am östlichen Horizont schimmert bereits die aufgehende Sonne. Es ist Dienstag früh, 6.46 Uhr. Ich kreuze auf einem Schiff durch die Karibik, irgendwo zwischen Key West und der mexikanischen Halbinsel Yucatan. Heute ist Seetag, das heißt, ich werde den ganzen Tag an Bord und auf dem Meer verbringen, ohne Landgang. Ich und 2058 andere Nackte. Unser erster Seetag ist zugleich Veilchendienstag. Der Tag, der in Teilen der USA, nicht nur in New Orleans, als Mardi Gras gefeiert wird, mit ähnlichem Tamtam wie in meiner Heimat Köln, der Rosenmontag. Auch auf dem Big Nude Boat wird Mardi Gras gefeiert mit einem Kostümball. Und genau da ergibt sich das Dilemma. Wie sollen wir Nackten uns verkleiden und trotzdem nackt bleiben? Nur die Amateure wie ich greifen an diesem Abend zu den bunten Plastikperlen, die die Reederei mit großem Mengenrabatt gekauft haben muss, sodass sie an jeder Ecke des Schiffs verteilt werden. Wer Leuchtarm oder Kopfbänder hat, eine Neonperücke oder weitmaschige Netzhosen, Hemden und Röcke, und letztere haben erstaunlich viele im Gepäck, der kombiniert das mit ein bisschen oder auch viel nichts. Und fertig ist das Kostüm. Ein paar Jecken haben sich offenbar besonders viele Gedanken gemacht, etwa die Frau, die ein ganzes Pferd aufs Schiff geschmuggelt hat, aus Plüsch versteht sich, aber so geschickt geschneidert, dass sie quasi auf sich selber reitet und die britische adlige Godiva darstellt. Sie erreichte eine gewisse Berühmtheit, als sie im 13. Jahrhundert nackt durch ihre Heimatstadt Coventry ritt, weil ihr Mann leichtsinnigerweise gewettet hatte, in diesem Fall die brutal hohe Steuerlast der Bevölkerung zu senken. Eine passende Figur für einen nackten Karneval, denn wer sich den ganzen Tag über nackt zeigt, der zieht abends kein Superman-Kostüm oder einen Minion-Anzug über. Gesucht wird ein Twist, der zum Hinsehen verführt. Und verführt, das ist wörtlich zu nehmen. Wo Karnevalskostüme nur andeuten, was zu sehen wäre, wird die Andeutung auf dem Schiff nur zitiert. Nicht die Nacktheit, die Körperbedeckung wird angedeutet. Bei der Karnevalsparty an Deck wackeln entblößte Cowboy-Hintern und geschmückte Busen zur Musik. Eine junge Inderin hat den Reißverschluss ihres Ganzkörper-Pinguin-Kostüms kurzerhand aufgezogen und sich den oberen Teil um die Hüfte gebunden. So tanzt sie durch die Nacht. Ich fahre mit der Hand durch meine Ketten und nehme mir vor, beim nächsten Mal vorab ein passendes Kostüm zu überlegen. Moment, sage ich mir, was meine ich damit nächstes Mal? Lady Godiva jedenfalls ist Veteranin, die Idee sei ihr schon zwei Kreuzfahrten zuvor gekommen, erzählt sie mir. Diesmal habe sie vorher endlich die Zeit gefunden, ihr Kostüm zu schneidern. Je später die Stunde, desto lästiger werden die Kostüme allerdings und irgendwann liegen Perücken, Netzstrümpfe und das Pinguinkostüm in irgendwelchen Ecken und alles hüpft und singt zum Techno-Sound von der Bühne. Es wird eine lange Nacht. Warst ja, du, so hast war du vorher das. Schon mal eine Kreuzfahrt gemacht? Nein, das war meine erste Kreuzfahrt. Und ich hatte ehrlich gesagt vor der Kreuzfahrt mehr Angst als vor dem Nackt in der Nacktkreuzfahrt, weil da hatte ich ja dann schon das eine oder andere Nackte hinter mir. Aber eine Kreuzfahrt, so ein Riesenschiff und damit Animationsprogramm und lauter lustigen Menschen, da habe ich wirklich gedacht, da, ob ich das überstehe, das weiß ich nicht. Wir haben, du hast im Buch sind auch wundervolle Fotos drin und wir können ein paar Fotos sehen, die auch bei der Kreuzfahrt bzw. bei einem Tauchausflug, glaube ich, entstanden sind. Wenn wir die jetzt gezeigt bekommen würden. Ja, das ist vor der Isla Roatan, die gehört zu Honduras. Und das war sozusagen eine der Etappen. Und das war schon so eine Situation. Wir waren da an Bord eines kleinen Schiffes, mit dem man dann eben rausfährt aufs Meer. Und dann wussten natürlich diese Leute an Bord, die aus Honduras kamen, die wussten, dass wir eine Nacktkreuzfahrt sind. Und irgendwann hat dann der Kapitän ganz verschämt gesagt, so, jetzt sind wir weit genug weg vom Ufer, jetzt können Sie machen, was Sie gerne tun. Und dann hat sich natürlich erstmal überhaupt niemand getraut, auch nur irgendetwas auszuziehen. Also, aber dann, als dann der Erste angefangen hat, ging das alles relativ schnell. Und dann hat man sich eben auf diese Scooter unter Wasser gesetzt und
Das war schon, also ein unter Wasser zu sein, tatsächlich in diesem warmen Karibikwasser mit der weiten Sicht, das war schon eine tolle Sache. Aber nackt Karneval feiern auf dem Kreuzfahrtschiff, ganz ehrlich, hast du am Anfang gedacht, hör mal, ihr habt doch nicht alle Latten am Zaun? Also ich war echt, natürlich war ich nervös. Also das muss man ja auch mal sagen. Ich bin ja kein Profinaturist oder Nudist oder so. Und ich habe auch überhaupt keine exhibitionistische Ader. Also was mich wirklich zu dem Buch gebracht hat, das war Neugierde. Ich fand es einfach total spannend und wollte wissen, was sind das auch für Leute, die so eine Kreuzfahrt machen. Und als ich da an Bord war, am Anfang im Hafen von Tampa, waren natürlich alle angezogen, standen an der Reling und dann kam irgendwann die Durchsage des Kapitäns, ja, jetzt sind wir weit genug weg, jetzt ist Clothing optional, wie das im Amerikanischen heißt. Man darf bekleidet sein, aber das hat, glaube ich, keiner mehr so richtig gehört, weil da flogen die Klamotten regelrecht. Und dann war das auf einmal ein verwandeltes Schiff und du hast vorher noch so neben so einem Paar gestanden, das so ein Blümchenkleid und eher so Khaki-Hose und auf einmal haben die nichts mehr an. Und das ist dann schon seltsam und das Erstaunliche fand ich eigentlich, man gewöhnt sich da dran, also nach eine Stunde kommt es dir nicht mehr seltsam vor und nach einem Tag ist es echt normal. Und als ich dann ausgecheckt habe später, da musste ich echt noch mal gucken, oh Moment, bin ich eigentlich angezogen? Ja, also weil man ging ja dann wieder an Land. So ist das dann. Lass uns mal bitte eine Begrifflichkeit klären. FKKler, Nudist, Naturist, ist das alles das Gleiche oder ist irgendwas davon höflich oder despektierlich? Was sagt man? Also es gibt sicher Semantiker, die da unheimlich viel zu sagen können. Also mein Gefühl war immer, FKKler, das ist jetzt für mich ganz persönlich eben, heißt, es ist jemand, der organisiert nackt ist, in einem Verein, in einem Club, in irgendeinem Kontext. Und das habe ich mir natürlich auch angeschaut. Aber tatsächlich hat mich ja auch interessiert, was ist mit den Leuten, die überhaupt nicht im Verein sind und die eben zum Beispiel auf eine Nacktkreuzfahrt gehen oder die nackt um Wipperfürth herumwandern. Und die sind eben nicht organisiert. Und die haben sich größtenteils Naturisten genannt, weil bei Nudismus, da klingt immer so ein bisschen durch, man ist nackt, um nackt zu sein und vielleicht auch, um sich anderen nackt zu zeigen. Aber ehrlich gesagt, ich glaube, letztlich meint es alles dasselbe. Okay. Wir haben, vielen Dank schon mal dafür, Fragen bekommen von unseren Zuschauerinnen und Zuschauern. Frage 1, wie recherchiert man denn nach Orten zum Nacktsein beziehungsweise findet spannende Orte jenseits von FKK an der Ostsee zum Beispiel? Ja, das ist tatsächlich viel umfangreicher gewesen, als ich am Anfang gedacht habe. Aber auch ich fange an mit Google und gucke dann eben, wo führt das hin? Und es gibt dann Geschichten wie zum Beispiel hier in der Schweiz, den Monte Verità. Da habe ich dann tatsächlich Bücher gelesen, die irgendwie knapp 100 Jahre alt waren. Und ich bin mit einem großen Umweg über die Kokosnussinsel des August Engelhardt, nicht verwandt, nicht verschwägert, da eben erst hingekommen. Manche Sachen haben sich ergeben durch Gespräche. Es ist ja eine der Sachen, die man auf diesem Kreuzfahrtschiff zum Beispiel, über die man sich unterhält. Man unterhält sich sehr, sehr viel unter nackten Leuten, war mein Eindruck, mehr als unter Bekleideten. Da erzählen dann die Leute auch, wo waren sie, was haben sie Besonderes erlebt, was finden sie besonders interessant. Und das hat mich dann natürlich auch, da habe ich gut zugehört und habe ich gedacht, ja, also hier zum Beispiel, die reden so viel über diesen Ort oder über jenen, das guckst du dir mal genauer an. Und manchmal ist es einfach auch Zufall gewesen. Also bei Japan, da hatte ich schon mal was gehört und dann habe ich mich sehr genau irgendwie informiert und habe dann eben von diesen Nacktfestivals erfahren, die es in Japan gibt, die ja eine ganz besondere Sache wirklich sind und für mich auch waren auf dieser Reise. Erzähl mal bitte, da wollte ich später drauf kommen, aber wir sind gerade da gelandet. Das fand ich auch komplett irre und ich hatte auch keine Ahnung, dass es so etwas gibt. Und ich habe es ehrlich gesagt zweimal gelesen, weil so viel da passiert irgendwie in Japan. Kannst du es einmal kurz zusammenfassen? Also ich war tatsächlich auf einem Nacktfestival in einer Stadt, die heißt Konomiya. Und ich habe mir das nicht nur angeguckt, sondern ich habe die Chance bekommen, zusammen mit einer Gruppe von Japanern da mitzulaufen. Und was da passiert ist, Gruppen von Japanern, von Männern in diesem Fall ausschließlich, das gibt es auch für Frauen, aber ich war jetzt bei einem Festival für Männer, insgesamt 9.000, die treffen sich eben am Morgen in einem Shinto-Schrein. Und was die dann vorhaben ist, sie sammeln Wünsche und sie haben Wünsche gesammelt, die werden dann aufgezogen.
bezogen auf einen Baum. Das ist eine ganz komplizierte Geschichte. Da spielt unheimlich viel Mystik und Geschichte mit. Mehr als 1300 Jahre ist das Festival alt. Und dann läufst du durch die Stadt stundenlang, um für das neue Jahr das Glück zu finden. Jetzt gibt es das große Problem, auch in Japan beginnt das neue Jahr leider nicht im Hochsommer, wenn es schön warm ist, sondern dann, wenn es kalt ist, stürmt und schneit. Und das hat es an dem Tag auch. Und netterweise ist einer immer rumgegangen mit so einem Sake-Fass, also Reiswein, und hat uns das immer in den Mund geschüttet, weil wir hatten ja diesen riesigen Baumstamm, den wir tragen und werfen mussten, und wir mussten schreien. Es gibt da so einen Urschrei, den man ausstößt. Und am Ende landet man dann vor dem Schrein dieser Stadt und gibt diesen Stamm sozusagen ab. Und dann stürmt man alle 9000 auf einmal auf einen armen, heiligen jungen Mann zu, der darauf vorbereitet wurde, irgendwie 7 Tage lang, und den muss man berühren. Den wollen alle berühren. Das heißt, man ist in so einer Menschenmenge drin. Man weiß überhaupt nicht, bin ich mit den Füßen noch auf dem Boden oder berühre ich gerade irgendwen? Und ich habe dann am Schluss jemanden berührt, von dem ich glaube, es war dieser heilige Shinotoko. Aber ob er es wirklich war, da kann man sich nicht ganz sicher sein. Aber es war trotzdem ein einmaliges Erlebnis. Ich habe dann nochmal einmal Eiswasser auf den Kopf bekommen, weil ich es gewagt habe, so dicht ranzukommen an den heiligen Mann. Und dann, dann bin ich da raus und stand im kalten Wind und habe echt gedacht, ich werde nie, nie wieder warm werden. Aber es war trotzdem also wirklich ein Erlebnis. Das habe ich wirklich, sowas habe ich noch nicht erlebt. Ja, das klingt wirklich komplett irre. Es gibt direkt eine Frage dazu, speziell zu Japan und Orten mit ähnlichen Regeln. Dürfen Männer und Frauen nicht zusammen nackt sein? Also das ist total unterschiedlich. Also als ich da wie ein Eisklotz auf dem Platz stand, da habe ich überlegt tatsächlich, wie werde ich jetzt wieder warm? Und ich bin dann in eine dieser heißen Quellen gefahren, die es in den Bergen jenseits von Tokio gibt. Und da ist es zum Beispiel so, dass manche Bäder auch noch nach wie vor erlauben, dass Männer und Frauen zusammenbaden, und da in so einem solchen Bad war ich. Also das gibt es. Das ist schon ganz interessant. Das war früher vollkommen normal in Japan. Das war auch gar kein Thema, bis sie dann vor ein paar hundert Jahren Handelsbeziehungen mit den USA aufgenommen haben und die USA gesagt haben, also hier nackte Frauen und Männer zusammen, das gibt's gar nicht. Und dann hat der Kaiser entsprechend die Regeln erlassen, dass das jetzt gar nicht mehr gilt. Das hat Japan dann natürlich nur peripher interessiert. Aber solche Sachen haben sich dann natürlich über ein paar hundert Jahre eingebürgert, und es gibt aber tatsächlich auch noch Bäder, in denen Männer und Frauen gemeinsam nackt sind. Noch eine Frage, die uns eben erreicht hat: Ist Nacktsein in der Gemeinschaft einfacher, weil mit weniger Hemmungen verbunden, oder doch eher mit mehr? Naja, ich finde, alleine nackt zu sein, das kennen wir ja irgendwie alle, also vorm Anziehen oder beim Duschen. Also das ist ja sozusagen nicht wirklich nackt sein. Ich hatte schon nämlich das Gefühl, es ist so eine, ich will mal sagen, so eine Art Teamsport. Und da fällt dann auch selbst am Ostseestrand, finde ich, auf, wenn alle nackt sind, dann sind alle nackt. Und dann ist das irgendwie auch normal. Und man guckt sich auch ganz normal an, man unterhält sich ganz normal. Aber es reicht, dass da einer zwischen ist, der eine Badehose anhat, und schon sind die anderen entblößt. Also es ist einfach ein ganz anderes Verhältnis. Und so gesehen würde ich schon sagen, ja, es ist schon was, was man in der Gruppe erlebt. Bei manchen Dingen, wie dem Nacktwandern zum Beispiel, ist es natürlich auch so, dass man, also ehrlich gesagt, mir wäre es nicht im Traum eingefallen, alleine nacktwandern zu gehen. Das war ja schon in der Gruppe irgendwie aufregend genug und schwierig genug, und ich musste da über einen großen Schatten springen. Also da gibt dann so eine Gruppe natürlich auch Sicherheit. Wie schwierig ist das überhaupt? Also du musst ja eigentlich ein relativ gutes Verhältnis zu deinem Körper haben. Wie schwierig ist das, wenn du dann das erste Mal da die Klamotten ausziehst und hast vielleicht eine Stelle mit deinem Körper, wo du nicht so ganz zufrieden mit bist, und ausgerechnet da guckt dann einer hin? Das ist doch eine Katastrophe, oder? Also ehrlich gesagt, glaube ich, also ich hätte gar nicht mitgekriegt vor lauter rot werden, wo jemand hinguckt. Also zum Beispiel dieses Wandern gehen da im Bergischen Land, das ist so ein Dorf, da war ich tatsächlich mit meinen Eltern früher Waffeln essen. Ne? Das ist in Köln so eine beliebte Sache. Man fährt ins Bergische Land, isst bergische Waffeln, und dann geht man natürlich das, was man Sonntagsstart nennt, fährt man dann dahin und geht dann ins Ausflugslokal. Und genau da stand ich auf dem Parkplatz, und dann sagte der Wanderleiter so, dann geht's mal los, und dann haben sich alle auf diesem Parkplatz ausgezogen. Und ich habe echt gedacht, oh Gott, hoffentlich sieht uns niemand. Ja, und dann, wir sind quer durch ein Dorf gelaufen, es ist uns auch der Postbote entgegengekommen, der beschämt weggeguckt hat.
Und wir haben uns aber dabei unterhalten. Und dann, so nach 10 Minuten, kamen uns die ersten Wanderer entgegen. Und wir haben nett gegrüßt. Da wurde uns vorher gesagt, immer nett grüßen. Ja, vielleicht auch, damit man denkt, wir sind nicht ganz irre. Wir können auch noch grüßen. Und haben wir auch gemacht. Die haben freundlich zurückgegrüßt. Und dann gingen wir weiter. Und dann fiel mir so nach 100 Metern auf, Moment mal, ich bin ja nackt und die hatten ja was an. Also da hatte ich schon vergessen. Das geht dann auch manchmal ganz schnell. Okay. Noch eine Frage, die uns eben erreicht hat. Gibt es eigentlich Länder, in denen Nacktsein populärer ist oder ist diese nackte Community sehr international? Also es gibt Länder, wo Nacktsein populärer ist als anderswo. Das kann sein. Also das ist so, glaube ich. Aber was ich ganz spannend fand, da war, dass es in fast allen Ländern so ist, dass es Nacktheit in irgendeinem Kontext gibt. Und dieser Kontext ist total unterschiedlich. Und das fand ich ja auch populärer das Spannende an dieser Reise. Also in manchen Ländern wie in Japan ist es praktisch Teil der Geschichte und auch der Religion. Und dann hast du ein Land wie Marokko zum Beispiel, wo das eben auch diese Hammam-Kultur als ein kultureller Faktor total tief drin ist in der im Lebensalltag. Und dann hast du zum Beispiel sowas wie Frankreich, wo eben nackt eben auch eher heißt, naja, nackt am Strand, nackt im Urlaub, nackt in den Ferien. Und diese ganzen Unterschiede sich anzuschauen, das fand ich schon total spannend. Und es gibt natürlich Länder, wo man gar nicht nackt sein kann in der Öffentlichkeit. Also an Bord dieses Kreuzfahrtschiffs, da waren auch Leute aus Saudi-Arabien oder auch aus US-Bundesstaaten, wo es verboten ist, nackt zu sein in der Öffentlichkeit oder sogar im eigenen Haus. Du hast Frankreich schon angesprochen. Es gibt eine sehr spannende Geschichte in deinem Buch. Es gibt, das wusste ich tatsächlich auch nicht, eine Stadt, die sozusagen privat geführt wird. Und wenn du da rein willst, dann musst du die Klamotten irgendwie ablegen. Und dann dachte ich, als ich das gelesen habe, Moment mal, an irgendwas erinnert mich das. Und dann ist mir eingefallen, das ist wirklich eine Nacktstadt. Und da sind die Menschen eben nackt und machen alles, was man eben in einer normalen Stadt macht, nackt. Und Harald Schmidt hatte dazu mal gesagt, ich weiß nicht, ob er es selber beobachtet hat oder ob er es sich hat erzählen lassen, aber er hat von einer Begegnung im Supermarkt gesprochen oder hat das geschildert, wie ein nackter Mann mit seinen Genitalien über die Paprika streift, während er im obersten Regal nach dem Salat angelt. Ist schon speziell. So. Ja, da würde ich doch sagen, da war er doch vielleicht da. Also wusste ich gar nicht. Guck. Also. Ist es so? Es ist so ganz ähnlich. Also es ist tatsächlich, also das muss man einfach nur mal sagen, es ist eben eine nackte Stadt und das heißt tatsächlich, dass da, es ist nichts zu banal, um es nicht auch nackt zu tun. Also es wird auch nackt der Müll rausgebracht oder es wird eben auch nackt eingekauft und man geht nackt an den Bankautomaten. Also das sind einfach alles so Allerweltshandlungen und das ist natürlich schon total ungewohnt, wenn man sich das anschaut und deswegen musste ich da auch hin. Also von der Stadt hatten mir wahnsinnig viele Leute erzählt und da habe ich gedacht, gut, das muss ich jetzt mal machen und bin dann mit dem Auto darunter gefahren. Magst du uns ein Stückchen daraus noch vorlesen, aus dem Buch speziell das zu der Stadt in Frankreich? Das tue ich gerne. Und vielleicht habe ich ja auch Herrn Schmidt gesehen, wer weiß. Vielleicht. Ohne es zu merken. Ich streife mit dem Einkaufskorb, siehst du, durch die Gänge des Supermarkts und kann mich nicht entscheiden. Welche Sorte Oliven nehme ich? Die Auswahl in französischen Läden überfordert mich jedes Mal aufs Neue. Ich greife schließlich ein Glas mit getrockneten Schwarzen, die nicht weit von hier entfernt aus dem Hinterland der Provence stammen. Im nächsten Fach finde ich auch die gesuchten Cracker und stelle mich an die Kasse. Als ich an der Reihe bin, will ich in die Hosentasche greifen, um das Portemonnaie herauszuholen und merke, dass da keine Hosentasche ist. Ich stehe splitternackt an der Kasse und alle starren mich an. So einen Albtraum hatten sie auch schon mal. Ich kann mit gutem Gewissen sagen, ich habe ihn gelebt. Und nicht nur ich. Die Frau mit dem vorwurfsvollen Blick gleich hinter mir in der Schlange, die ein Baguette zwischen Oberarm und Busen gequetscht hat, trägt ansonsten ebenfalls nur ihr Handtäschchen. Und auch die Gänsehaut des Mannes, der eben noch den Aufschnitt im Kühlregal ausgewählt hat, kann ich vom Scheitel bis zur Sohle bestätigen. Das Starren aus der Schlange endet erst, als ich hastig meinen Rucksack vom Rücken nehme und das Portemonnaie heraushole, das ich vor ein paar Stunden dort hineingelegt habe. Zusammen mit den Autoschlüsseln, die mir nachher Zugang zum Kofferraum und meiner Kleidung gewähren werden, denn vorerst brauche ich sie nicht. Schließlich bin ich in Kap Dakt, der einzigen nackten Stadt der Welt. Und das hat angefangen, nämlich genau auf diesem Parkplatz, nur wenige Meter hinter dem Schlagbaum folge ich der Ausschilderung zum Parkplatz und stelle meinen Mietwagen ab.
Noch während ich mich frage, ob es in einer nackten Stadt so etwas wie Umkleidekabinen gibt, hält in der Parkbucht neben mir ein Kombi mit Pariser Kennzeichen. Heraus steigt ein Paar. Er ist offenbar schon nackt über die Autobahn gebrettert, außer einer großen schwarzen Sonnenbrille trägt er nichts. Sie steigt in Shorts und Bluse aus dem Auto, die sie aber quasi noch in der Bewegung abstreift. Lässig wirft sie die Kleidungsstücke auf den Beifahrersitz, den Slip gleich hinterher. Sie schnappt sich eine Strandtasche, wirft die Tür zu, ein Klacken, gefolgt vom dreifachen Piepsen des Schließsystems, und schon haben die beiden den Parkplatz verlassen und sind auf dem Weg in Richtung Stadt. Ich öffne vorsichtig die Fahrertür, lege meine von der Fahrt verschwitzten Anziehsachen eine nach der anderen in den Kofferraum, hüpfe dabei fluchend auf dem aufgeheizten spitzen Split hin und her, bis ich die Sandalen wieder über die Füße streifen kann, und setze schließlich meinen Panama-Hut gegen die vom wolkenlosen Himmel brennende Sonne auf. Ich schließe das Auto und lasse den Schlüssel in den Rucksack fallen, auf zum Sightseeing. Und das fällt in Kap Dakt ein wenig anders aus als in anderen Städten. Nicht die Stadt, die Besucher sind die eigentlichen Sehenswürdigkeiten. Als erstes erspähe ich vor mir ein sonnengebräuntes Paar, wartend vor dem Geldautomaten. Sie hat zwei Kussmünder tätowiert, auf jeder Pobacke einen. Ein alter, gebeugter Mann schlurft im Schneckentempo vor ihnen vorbei, der bis auf seine Maske nackt seinen orangefarbenen Hacken-Porsche durch die Straße spazieren führt. Ein Paar um die 50 steht nicht weit entfernt im Schatten einer Palme und schreit in ein Smartphone. Sie hält das Telefon über ihren Kopf, damit auch ihr Mann zur Familie der Tochter in die Kamera winken kann. Dass sie dabei nackt zu sehen sind, dazu in einem Dorf der Nackten Urlaub machen, wo sich der nackte Hacken-Porsche-Fahrer quälend langsam wie ein Ladebalken im ländlichen Brandenburg durch den Hintergrund bewegt, das ist ihnen nicht peinlich, im Gegenteil. Wir haben hier unser eigenes Appartement gekauft, erklärt die Frau mir stolz, als sie das Gespräch beendet hat. Die ganze Familie hat uns schon hier besucht, und selbst wenn ich mit Bekannten spreche, ich ziehe mich doch nicht an, nur weil ich telefonieren will. Also, so ist das dann. Warum auch? Du hast auch da ein paar Bilder mitgebracht, die auch im Buch zu sehen sind. Wir lassen die mal im Hintergrund laufen und reden vielleicht noch ein bisschen drüber. Du hast schon gesagt, es ist nichts zu banal, als dass man es irgendwie nackt macht. Du hast aber auch gesagt, die Leute an sich sind die Attraktion. Ist das, du musst es irgendwo im Buch, musst du auch mal einen Nachweis erbringen, dass du von einer, ich weiß nicht, FKK-Vereinigung oder, also du musst es auf jeden Fall irgendwie belegen, dass du da auf Deutsch gesagt nicht zum Spannen hinkommst, sondern dass du Teil der Community bist. Sind das die Spielregeln, dass du einfach Teil davon sein musst? Ja, also in diesem Dorf ist es tatsächlich so, man muss sich ausweisen, wenn man alleine als Mann kommt. Also das ist dann schon genau, da hätte man dann gerne einen Nachweis, dass man zur FKK-Bewegung gehört. Denn diese Stadt, das muss man auch sagen, die findet auf mehreren, das nackte Leben findet auf mehreren Ebenen statt. Also es gibt diese Leute, die ich jetzt zu Anfang direkt gesehen habe und beschreibe und die teilweise auch schon wirklich seit Jahrzehnten dahin fahren, die ihre eigenen Apartments haben in diesen, das sind ziemlich hässliche Trabantenstadtblöcke, die da gebaut wurden in den 60ern und 70ern. Und die da wirklich, sobald es irgendwie warm wird, gehen die Rentner dahin und die bleiben ein halbes Jahr oder länger. Die leben da einfach. Und mit denen habe ich mich auch lange unterhalten. Und die habe ich auch gefragt nach der Swinger-Szene, die es nämlich auch gibt in Kap Dakt. Und das war das einzige Mal, dass ich so eine Berührung hatte, nackt sein und Sex, weil das normalerweise schon sehr, sehr getrennt ist. Und in Kap Dakt, das ist der einzige Ort, wo das beides parallel stattfindet, aber es sind eben wirklich parallele Welten. Also da sagte dann so ein alter Mann zu mir am Strand, der neben mir lag am Familienstrand, ja, ja, die Swinger, die machen da ihr Ding und wenn die das wollen, können sie ja machen, muss ich ja nicht, mich interessiert das nicht, muss ich ja nicht machen. Und man merkt es schon, finde ich, wenn man dann den Strand runtergeht, in Richtung eines Strandabschnitts, an dem eben diese Swinger auch präsent sind. Es nennt sich Schweinebucht, witzigerweise. Und das, also das war fast ein bisschen skurril, weil das ist dann so ein Überangebot an, ja, an Fleischbeschau wirklich. Also das, da ist ja dann auch die Idee, dass man sich nackt zeigt. Das ist sonst gar nicht das Thema. Ja, die anderen Nackten, die ziehen sich aus, weil sie gar nackt sind. Aber in diesem Schweinchenbuch, da zeigt man sich halt vor allem, da will man sehen und gesehen werden. Und
Das war schon also fast karikaturesk. Also das fand ich dann teilweise sehr lustig und musste mir ein Lachen verkneifen. Also da finden sozusagen verschiedene Leben nebeneinander her statt. Das scheint einigermaßen gut zu funktionieren und es kommen wirklich also im Jahr Hunderttausende dahin. Wenn nicht gerade eine Pandemie wütet, da waren es noch Zehntausende dahin. Wahnsinn. Lässt sich das einordnen? Lässt sich das irgendwie erheben? Kann man sagen, es sind mehr Jüngere oder mehr Ältere? Es sind mehr Frauen oder mehr Männer? Also es ist wirklich wahnsinnig unterschiedlich. Und wenn wir in Deutschland an FKK denken, dann denken wir, glaube ich, vor allem an ältere Leute, weil es hier diesen Boom der FKK-Bewegung gab in den 60er, 70er Jahren in Westdeutschland.